Der neue Mensch. Bei ihm muss die Solidarität den Egoismus ersetzen. Es ist zu bedenken, gegenüber einem weit verbreiteten Irrtum, dass beide Leidenschaften, der Egoismus, sowohl die Solidarität, gesellschaftliche Produkte sind und nicht, wie die meisten Menschen glauben, der egoistische Mensch, der natürliche ist. Aktivität statt Passivität. Als innere Lebendigkeit und nicht als Geschäftigkeit. Oder, wie man auf Englisch sagen würde, Business. Die Fähigkeit zum enthüllenden, kritischen Denken. Das heißt, dass der Mensch zum enttäuschenden und damit selbstständigen Menschen wird. Unabhängigkeit anstelle der herrschenden, verhüllten Abhängigkeit. Neue Beziehung zur Natur, nämlich Bezogenheit statt Eroberung und Zerstörung. Sein statt Haben.